Hallo, da bin ich wieder. Eieieiei. Was ist das denn jetzt? Ach komm, scheiß drauf. Wie sagt man so schön? Wer anderen eine Grube gräbt, ne? Ist mir passiert und deswegen wird es nochmal Zeit, mich zu äußern. Ja, den Gegenschlag von Leon, den habt ihr sicherlich alle mitbekommen, aber dazu kommen wir gleich erstmal chronologisch Step by Step. Zunächst ist Teil 2 online gekommen. Da ging es um Vanessa Mariposa, Leonie Paula und Jotta. Und die liebe Leonie, die hat sich auch im Zuge des Videos geäußert. So, ich warte nicht darauf, dass irgendwelche Firmen mich anschreiben oder auf mich aufmerksam werden oder was auch immer. Ich schreibe voll oft Firmen selber an. So, ich werde aktiv, beziehungsweise mache das eigentlich nicht ich, sondern mein Management, aber es werden viele Firmen kontaktiert durch mich, also durch Leonie Paula, so. Also nach der Story bin ich mir selbst schon ein bisschen unsicher. Aber gut, dass ich die E-Mails noch da habe. Und da steht drin, hi, euren Kontakt habe ich von Hydrohype aus Instagram. Hier ist die Leo aus Darmstadt. Gut, kann natürlich sein, dass der Manager jetzt auch zufälligerweise Leo heißt, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir die Hoffnung gemacht, mit dir persönlich zu schreiben. Und das macht alles gar keinen Sinn. Tage, danke. Ich glaube, wenn dir ein neuer Kunde schreibt und da steht Leo aus Darmstadt und dann sitzt da eigentlich der Uwe, der da tippt, das ist ja eigentlich keine Vertrauensbasis, auf der man neue Kunden gewinnen will. Doch. Diese Anfragen, die sind alle Copy und Paste. Also das, was ich da geschrieben habe, war Copy und Paste. Das wird teilweise unter Leonie Paula, also unter meinem Namen, teilweise am Tag, weiß ich nicht, 15, 20 Unternehmen geschickt, ja? Im Video. Chillig, Digga. Chillig, chillig, chillig. Also das ist doch ganz geil, wenn man nur Influencer ist für Placements eigentlich. Also wenn man sich eine Reichweite aufbaut. Und dann nur Placements macht und keinen Content. Feier ich. Sehr, sehr entspannt, ja? Habe ich auch nichts anderes gesagt, außer dass du oder dein Management Hydrohype auf Instagram geschrieben habt, in der Hoffnung, einen Werbedeal zu bekommen. Und mir haben sogar einige Influencerinnen geschrieben, die für Hydrohype werben wollen. Die haben mir tatsächlich geschrieben, dass sie das Produkt super toll finden, obwohl es das nicht mehr im Laden gibt, aber sie können sich vorstellen, darüber eine Story zu machen. Und die haben sogar 100.000 Follower und die andere hat 300.000 Follower. Mann, das ist doch so eine Scheißbubble. Das ist doch nicht der größte Scheißhaufen. Digga, guck mal, ich sitze hier, ja? Jeden Tag arbeite ich mich tot hier auf Twitch, ja? So, ich bin gerade im Ausland, ja? Ich habe hier wichtige Geschäftsmeetings, ja? Und ich arbeite mich tot. Jeden Tag bin ich für euch da auf Twitch, okay? Mach regelmäßig High-Quality-Content. Ja? Und die machen einfach nur Placements. Finde ich schlimm. Finde ich sehr schade. Finde ich sehr schade. Wirklich. Ja. Finde ich sehr, 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 sehr schade. Die Chance will ich mir nicht entgehen lassen und deswegen schreibe ich denen jetzt mal, was sie für so eine Story verlangen. Wenn das jetzt eure Vorgehensweise ist und ihr das 100 Mal am Tag macht und den Kunden vorgaukelt, dass ihr die Produkte super findet, nur um dann ein, zwei Euro mehr zu verdienen, naja, muss jeder selbst wissen. Und als Leonie-Fan würde ich mich wirklich fragen, ob sie hinter den Produkten steht, die sie bewirbt. Ich habe nie dafür Warum geworben, diese Omega-Lulz? Was soll das, Chat? Ich gebe mir Mühe. was man halt auch korrekterweise. Ich mache das hier für euch, nicht fürs Geld. Ich mache das hier für euch, Chat. Ich mache das hier für euch. Und ich weiß auch, dass wenn ich jeden Tag live gehen würde, dann würde es auch sehr viel besser hier laufen. Dann würde ich auch sehr viel mehr Viewer und alles haben. Kann ich gerade nicht. Kann ich gerade nicht. Kann ich schon? Warum? Digga, also. Digga, diese scheiß Kappas kommen. Mal hätte dazu sagen können, damit die Leute mich nicht sinnlos beleidigen für was, was ich nicht gemacht habe. In einer Sache gebe ich Leonie wirklich recht. Sie hat nie für Hydrohype geworben. Das lag aber nicht daran, dass sie das Produkt getestet hat und in letzter Sekunde den Schwindel bemerkt hat, sondern sie war einfach ein bisschen teuer für ihre Reichweite und so viel Geld hatte ich einfach nicht. Du hattest ja nur Geld für eine Dame und wen hast du denn genommen? Vanessa Mariposa. Die hat den Test nicht bestanden und hat für Hydrohype geworben und hat dann auch ein bisschen Ärger von ihrer Community bekommen. Aber was ich wirklich super finde, ist, dass Vanessa sich bei uns in die Sendung Achtung Aaron gesetzt hat und uns Rede und Antwort gestanden hat. Hört auf, die ganzen Kappas zu spammen, Alter. Ey, wirklich, so ein Müllchat, ganz ehrlich. Da macht's mir auch keinen Spaß mehr. Und da kann ich echt nur sagen, Hut ab. Jetzt lernen wir uns das erste Mal persönlich kennen. Das ist unangenehmer, als ich gedacht habe. Wie gern würdest du Marvin eine knallen? Digga, Aaron hat so ein Studio einfach. Überhaupt nicht gerne eigentlich. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Thema, oder nicht eigentlich, ich finde, sehr gutes Thema, was sie auch ansprechen. Muss dir mal ganz kurz schreiben. Moment, wie heißt die? Ich habe kein Internet hier.
Ja, ich denke, sind alle Menschen, jeder macht mal einen Fehler, wenn man Scheiße baut, dann muss man das ganz klar auch öffentlich kommunizieren. Das ist einfach die Pflicht von jedem, der in der Öffentlichkeit. Gab es da einen Moment, wo du daran gezweifelt hast und wo du gesagt hast, hey, vielleicht sollte ich es doch nicht machen? Natürlich, wenn man eine große Reichweite hat, dann kann man sich natürlich nicht um alles selbst kümmern. Deswegen war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich mir dazu entschlossen habe, dass ich einfach jemanden einstelle, dem ich vertraue und dem ich natürlich auch Zugang gebe zu meinem E-Mail-Account, meinem Instagram-Account. Was ist das für ein Drecks-Emote? Was ist das denn? Karappa? Was ist das denn? Was willst du jetzt? Ich arbeite gerade, ne? Ich will keinen Kurs, ich arbeite gerade. Bitte. Mit der Arbeit von deinem Management? Naja, ich war überhaupt zufrieden, ja, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Hat dann auch das Produkt für mich getestet und hat dann eben zu mir gemeint, dass das super ist und habe das dann natürlich getestet, habe mir das auch ganz schön ins Gesicht geschmiert. Das haben wir gesehen. Ja, obwohl ich hatte ein schönes Video von mir. Das ist ja dann noch trotzdem so, dass deine Mitarbeiterin, so wie ich es rausgehört habe, mit dem Briefing, mit dem Produkt zu dir gekommen ist, hat getestet, hat gesagt, Vanessa, das ist super, mach dafür Werbung. Das Ganze läuft ja, wie gesagt, mit dieser Geschichte von Achtung Aaron zusammen, diese Join-Serie. Ey, ich hoffe einfach nur, dass Marvin von Aaron mindestens 100.000 dafür bekommen hat. Alles andere darunter wäre ein Witz. Das wäre ein Witz. Also Aaron, ich hoffe auf jeden Fall, dass du ihm gegeben hast. Aber der Kunde besteht darauf, dass du sagst, dass du sie selbst gekauft und ausprobiert hast. Gab es da irgendwie die Situation, wo du gedacht hast, naja, das stimmt ja eigentlich nicht, weil ich habe sie ja nicht gekauft, ich habe sie zugeschickt bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war halt einfach eine kleine Notlüge. Ja, das war ein Fehler, werde ich in Zukunft auf gar keinen Fall mehr so machen. Du hast die ganze Zeit davon gesprochen, du hast mit ihr zusammengearbeitet. Ist es jetzt aufgrund dieser Geschichte nicht mehr deine Mitarbeiterin? Ja, also mein Resultat von der Sache quasi ist, dass ich einfach mit... Können wir mal The Entertainer schauen, du kannst dich mal ins Knie ficken, Kili. Digga, die hat einfach ihren Mit... Also Marvin hat jetzt einfach quasi für eine Kündigung gesorgt. Marvin hat einfach das Leben einer Person zerstört. Chillig, Marvin, danke dafür. Ja, nicht mehr Zusammenarbeit. Also natürlich dadurch, dass das jetzt an die Öffentlichkeit oder ans Licht gekommen ist. Gut gemacht, Marvin. Gut. Habe ich selbstverständlich voll, Marvin. Gut. Auf der Stelle GG, Marvin. Von... Hey, können wir ein GG haben für Marvin? Das hat Marvin richtig gut gemacht. Diese Managerin oder mein Management getrennt. Wenn ich auch testen wollte, war Jota. Und bevor ich das Thema... Digga, dieser Jota-Wichser. Boah, ich hab gestern... Ich hätte wirklich gestern nicht meine eigene Scheiße gefressen. Wirklich, gestern war ein richtig schlimmer Tag, wieder um Augen zu haben. Also ehrlich, das war so schlimm. Wirklich, dieser Jota-Wichser, der ist... Ich habe gestern seinen Twitter-Account gefunden. Und, nee, heute oder gestern, ich weiß es nicht mehr. Ich habe Alzheimer, keine Ahnung. Bratan, dankeschön, Bro. Kannst du nachher das Video reinziehen? Zieh ich gleich rein, dankeschön. Und der Typ hat einen OnlyFans-Account. Und der hat auf Twitter Bilder gepostet von seinem Schwanz und sowas, Alter. Ey, Dicker. Dicker, also, das ist wirklich, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, was mir jemals, also das ist, das ist einfach nur schrecklich, Digga. Der nimmt alles Geld mit, was es gibt. Dem ist alles egal. Der nimmt überall Geld mit, was es gibt. Dem ist alles egal. Chat, ich referiere sich über Jotas Cock, aber obviously ist es halt nasty gewesen so. Ich werde jetzt hier nicht über Jotas Cock referen, aber das war. Boah, Digga, war das widerlich. Boah, hat mich das angewidert, Alter. Thema Jota aufmache, glaube ich, kann TJ das viel besser erklären. Es geht um Sexismus, Homophobie, Rassismus. Das krankhafte Verlangen, mit allem Geld zu verdienen, selbst wenn Familien daran zerbrechen oder sogar Menschen sterben können. Es geht um Betrug, Steuerschulden, Hochstaplerei, Fahndungen vom FBI, das Manipulieren von Zahlen und um systematisches Lügen.
Und Jotta wollte den Spieß dann ja sogar umdrehen und sagen, dass er mich reingelegt hätte. Aber ich glaube, ich brauche da wirklich nicht viel zu sagen. Ich blende einfach mal seine Story ein, denn die spricht für sich. Das war für mir von Anfang an klar. Ich hoffe einfach, no joke, ich hoffe, dass dieser Schmutzfleck, den man lieber einfach in eine Fanta gewichst hätte einfach. Das Problem ist, der gaint halt immer noch Reichweite, ne? Das ist das Schlimme. Der gaint halt weiterhin Reichweite. Ich entfolge jetzt allen Leuten, die jemals ein Bild bei ihm geliked haben. Digga. Entfolgen. Es ist also wirklich. Dass das Fake ist, deswegen habe ich ihm den schlechtesten Photoshop geschickt als Zahlen, weil ich mir dachte, du willst mir eine Fake-Cam geben, gebe ich dir Fake zurück. Aber in dem Fall wollte ich, dass es der Marvin merkt, dass er schreibt, hey, das ist doch Fake. Und dann hätte ich zurückgeschrieben, ja, so wie deine Creme. Insofern, lieber Marvin, chillig, Digga. War wohl Fail, aber schön. Kennst du das Video von Dackel? Was für ein Dackel? Schön, dass es mit der anderen geklappt hat, aber bei mir musst du zukünftig ein bisschen früher aufstehen. Hydroflash, nochmal ganz kurz erklärt. Digga, der kriegt das nicht mal hin, das richtig zu benennen. Ja, ich habe die Zahlen gefälscht. Weil er will mir die gefälschte Creme andrehen und ich gebe ihm die gefälschte Zahlen zurück. Aber wisst ihr was? Ich habe die Zahlen nach unten gefälscht. Weil meine Views in Insights sind wesentlich höher. Digga, wirklich. Also. Der Typ hat in Deutschland 500.000 Euro Schulden. Kann einfach in den USA weiter, wirklich, der macht Pornos, no shame, so soll er ja gerne machen. Ich würde es mir niemals reinziehen, wenn ich den Charakter sehe. Der ist wirklich einfach, man denkt wirklich, es gibt keinen Schlimmeren als diesen Maniac-Glatzkopf, der damals einen Herrn Lazarides auf die Nase gebunden hat. Aber dann kommt der daher, Digga. Dann kommt der einfach daher und man denkt sich so, what the fuck, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass es noch schlimmere Leute gibt. Junge. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen zu tief leider in diese Bubble so eingetaucht, was sein Content angeht. Ey, wirklich, no joke. Das ist einfach wirklich, der sieht aus wie Michael Wendler auf Steroiden. Und verhält sich, ich krieg's nicht mal in Worte gefasst, Alter. Marlon, Kuss, Dankeschön. Wirklich, es ist einfach nur noch widerwärtig, Mann. Dieser Mensch kotzt mich unglaublich krank an, wirklich. Es macht einfach aggressiv. Wenn ich sein Gesicht sehe, macht es mich aggressiv. Ehrlich, es macht mich aggressiv, dass solche Menschen immer wieder ungeschoren davon kommen. Aber gnade dir Gott, Bro, gnade dir Gott. Irgendwann wirst du von irgendwem richtig gefickt werden. Irgendwann wirst du für all den Scheiß, Digga, für dein Rumgescamme, für dein Rumgelaber, für deinen Rassismus, für den ganzen Scheiß, Digga, den du die ganze Zeit rumerzählst, auf alles, Digga, du wirst dafür irgendwann, kriegst du dafür deine Breitzeit. Du kriegst dafür irgendwann richtig auf die Fresse, in irgendeiner Form kriegst du eine Breitzeit. Ich wünsche dir keine körperlichen Gewalt, keinen Schaden oder sonst was, Digga, aber du wirst dafür irgendwann noch abgestraft werden. Bei Gott, das passiert, wirklich. Als die, die ich ihm gegeben habe. Aber es gibt jemanden, der hat mich wirklich reingelegt. Und da kann ich echt nur sagen, Chapeau. Und das war Leon Mascher. Eigentlich war mein Plan, auch Leon zu testen. Oder? Leon Mascher, muss man sich vorstellen. Aber ich muss neidlos anerkennen, er hat den Test bestanden. Und das mit 1+. Und früher oder später hat er mein Spiel zu seinem Spiel gemacht. Aber auf das Video von Leon reagieren wir jetzt nicht mehr. Ich gönne es aber Leon absolut, dass er diesmal derjenige ist, der hier das längste Streichholz gezogen hat. Sagt man das so? Leon hat durchgehend auf die Fresse bekommen, wurde zu Tode verurteilt quasi von ganz YouTube. Und diesmal hat er wirklich einen Prank gezogen, wo ich dachte, Leon, das hätte ich von dir nicht gedacht. Also den muss ich ihm gönnen, den muss ich ihm gönnen. Sorry, Chat. Das durfte ich erst vor ein paar Tagen merken. Denn eigentlich sah alles echt gut aus. Ich habe ihm die Creme zugeschickt, bis zum Moment, als der Manager mir gedroht hatte. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass mir im Telefon gedroht wurde. Das TJ-Video habe ich schon gesehen. Und das wollte ich öffentlich machen, weil ich dachte, das kann so nicht die feine englische Art sein. Hab das alles nachsprechen lassen, hab's veröffentlicht. Und daraufhin gab es einige Reaktionen von Unge, Monte, Trimax und alle, wie sie heißen, haben darauf reagiert und haben gesagt, ey, Leon, was dein Manager macht, das geht so nicht. Das ist nicht die feine englische Art und wir in unserer YouTube-Community, wir wollen das nicht. Das war wirklich unerwartet. Vielen Dank, finde ich wirklich super, dass ganz YouTube Deutschland da zusammengehalten hat und mir den Rücken gestärkt hat, wenn es so aussieht, als ob ich bedroht werde. Und dass Leon mir natürlich zwei Schritte und irgendwie uns allen dann doch nochmal einen Schritt voraus war, damit habe ich nicht gerechnet. Das war krank. Und deswegen an der Stelle sorry an alle Reaction-YouTuber, weil das geht voll auf meine Kappe. Aber wer rechnet? Habe ich dazu irgendwas gesagt? Weiß ich gar nicht.
keine Ahnung, ich habe Alzheimer, ich vergesse eben alles. Auch damit, dass Leon Mascher, bei dem wir alle so oft den Kopf geschüttelt haben, so ein Video auspackt. Wirklich Chapeau, kann man nicht anders sagen, das hat er echt super gemacht. Jetzt mal der Tag aus meiner Sicht. Wir sind nach Hamburg gefahren, um zwei Folgen Achtung Aaron aufzunehmen. In der ersten war Olli Pocher zu Gast und eigentlich war auch der Plan, dass Leon dazu kommt. Chilliger Gast. Aber dass das schon zu seinem Plan gehörte, um die Adresse vom Studio rauszufinden, konnte von uns ja keiner wissen. Also haben wir einfach weitergemacht, auch ohne Leon, und waren so nach 12 Stunden fertig. Dann soll ich zum Bahnhof gebracht werden. Aaron ist derweil noch in Hamburg geblieben, weil er Shame Game aufzeichnen sollte. Also bin ich zum Fahrer gegangen und sehe auf einmal so einen wilden Büffel auf mich zurennen. Und ich wusste ehrlicherweise nicht, wie ich das deuten sollte. Also bin ich eingestiegen, der Fahrer hat einfach schnell die Tür zugemacht, hat gesagt, komm, wir fahren jetzt los zum Bahnhof, ich halte nicht an. Dass ich dann... Einmal saß ich in der Fernsehshow mit Oliver Pocher und habe die ganze Zeit mit Tweets ihn bombardiert und gehofft, dass er in der Show einen Ausraster bekommt, ist leider nie passiert. Natürlich nicht die Handbremse ziehe und die Tür aufreiße und sage, nee, ich möchte jetzt hier mit denen reden, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Zumal ja immer noch im Raum stand, ob ich bedroht werde oder nicht. Weil Leon ist ja auch nicht zur Aufzeichnung gekommen, um die Hand zu geben, zu lachen und am Ende Frieden zu schließen. Und dann habe ich Pepe und Aaron angerufen und die sind wohl runtergegangen. Leon, wir haben schon aufgezeichnet, wo warst du? Komm runter, ey! Elektros! Ey, Egnus, ja, wie wird's denn geschrieben? Ich hab damit nichts zu tun, Digga, ich hab damit nichts zu tun. Ich bin dann wiedergekommen, ausgestiegen und dachte, jetzt schnacken wir einfach mal. Aber ich musste 3-4 Mal ankommen, denn das hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt verpasse ich echt meinen Zug. Was ist denn los? Ja, aber guck mal, wir haben gar... Er kam nicht in der Sendung, aber ist jetzt noch da. Warte. Du musst noch mal ankommen. Muss noch mal ankommen? Ja. Also müssen wir noch die Kameras abstellen. Ja. Ich sag schon mal hallo. Hi, ich bin Cocky. Junge, Corona-Check, Digga, hast du es vergessen, okay. Alter. Aber jetzt mal ohne Spaß, warum bist du... Ey, Bruder, klär du. Elektro, klär das du, Bruder, ich bin raus, bitte. Sieht nach einer gefährlichen Großfamilie aus. Wieso beleidigst du meine Familie? Wieso bist du von der Familie Müller? Nee, ich komme von der Familie Elektro. Aber die heißen doch Müller. Nee, wir heißen Elektro. Am Ende von Leons Video sieht man ja, wie wir alle zusammen ein Foto machen und er mir dann, ja, Hydrohype selbst ins Gesicht schmiert. Und ich habe natürlich sofort gemerkt, dass das Hydrohype und nichts anderes ist, weil ich natürlich die revitalisierende Wirkung von Hydrohype kenne. Mhm. Sofort fresh. Mhm. Und hab dann einfach mit beiden Fingern Marvin eingecremt. Was viele nicht wissen, dass es einfach Salzsäure mit Wichse von Leon gewesen ist. Oh. Herrlich! Und jetzt sag noch Pipi Kakasidel, sag es! Bei Leon in den Kommentaren, bei mir auf Instagram und sicher bei dir noch tausendmal mehr, liest man sowas wie, oh, der hat geschummelt, da ist ein Schnittfehler, da ist die Farbe anders. Ich würde wetten, dass du das Video von Leon Frame für Frame geguckt hast. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das Video 3000 Mal gesehen habe. Aber Leute, man muss eine Niederlage auch einfach neidlos anerkennen. Ja, und das ist in kassiert, dem Fall einfach so. Kassiert. Und meine stichsichere Weste, stark, die kann ich jetzt wieder bei eBay verkaufen. Imagine, der wäre einfach abgestochen worden. Also jetzt, ja.